Auch nicht schlecht. Das ist mal was anderes. Aber Holzplanken, lange Stämme, mittelgroße Stämme. Ich betank den Kran und meinen LKW schon mal wieder. Ja, genau. Ja, wird auf jeden Fall noch lustig. Black Badger Lake, ne? Ja, das ist die erste Karte, genau. Ja, ich gehe mal in die Werkstatt, gucke mir noch mal im Shop, was ich kaufen kann. Also, was ist, was sich lohnt? Oh, die haben einen, ne, durch den DLC Jeep Wrangler reingebracht, ne? Das hat hier Leistungsgewicht S plus, Spritverbrauch S, aber Haltbarkeit nur B minus. Kann man natürlich noch aufrüsten, denke ich mal. Ja. Aber das ist doch schon mal geil. Kaufen kann ich mir den natürlich jetzt nicht. Der kommt ja auch hier. Ja, die Außen ist natürlich einfacher. Also zurückfahren wir auf alle Fälle außen lang. Aber ich dachte mir, leer kann man es ja mal versuchen. Manni ruckelt schon wieder. Manni ist gekippt! Manni ist gekippt! Oh, nein. Yeah. Das kommt davon, wenn man sich so fährt, Manni. Ich Mani hat heute das erste Mal Kippen gekriegt. Drei Haus. Hey, wer hat den Zigit abgemacht? Ich nicht. Ich nicht hier. Ja, ich bin ja dabei, eine Winde anzusetzen. Ach, da unten geht's gar nicht mit der Winde. Dann nehmen wir den Windenpunkt ab. Aber auch reingefallen. Ne? Pass auf, Hanni, wir machen das anders. Ich fahre jetzt vorne und vorbei und dann hänge ich dich von hinten an. Da kann ich besser ziehen dann. Du eine Frage, Sascha. Drüben, Ersatzteile, wo kriegt man die her? Müsste ich jetzt auf der Karte nachgucken. Aber Ersatzteile haben wir, meine ich, hier bei uns in den Produktionsstätten. Das kann sogar sein, dass die oben drin liegen. Kann ich sofort gucken. Warte. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Manni jetzt von hier aus anhängen können. Weil von so rum habe ich viel mehr Zugkraft. Ja, pass auf, ich hänge dich mal an die Schnauze. So, Manni, jetzt geht los. Jetzt sieht gut aus, ne? Der typisch durch den Schlamm weh. Ja, wenn, dann mache ich die schon richtig feucht. Jo, jetzt hier umkommen. So, Motor anmachen. Ein schön Körper, einmal komplett umgedreht. Jo. Ersatzteile werden nicht angezeigt, das ist klar. Warte mal, ich guck mal eben, was wir hier oben drin haben in dem Lager. Kann sein, dass wir da auch Ersatzteile haben. Hier ist drin Beton, Zement, Stahlträger, Verbrauchsgüter, Beton. Nee, hier waren leider nur Verbrauchsgüter drin. Ja, aber sind die Ersatzteile drüben, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt stehe ja gerade hier. Mal eben. Oh, Ersatzteile hast du gesagt, ne? Gibt's auf der Karte auch. Auf der drüben Karte gibt's das. Das ist diese Fabrik hinter unserem Ding, da unten im Bahnhof. Da gibt's Ersatzteile. Aber Ersatzteile einmal steht da dran, 15 Mal Metallrohre. Also Ersatzteile scheint es ohne Ende zu geben da. Im Hangar A. Okay.
Das hilft ja dann schon mal weiter. Dann hole ich schon mal die Ersatzteile. Sprit kriegst du nur drüben bei euch, ne? Beim Spritlager, oder? Also Kraftstoff. Kraftstoff? Ja. Ich auch sagen. Ja, Kraftstoff ist hier nicht. Doch, Kraftstoff ist auch einmal. Warte. Kraftstoff? Ganz unten links in der Karte, da ist Spritlager, verfügbare Fracht, Kraftstoff 1 in Klammern. Also noch weiter hin. Ah, okay. Ja, hier, unter dem Lager, wo wir gerade die Stämme da, ne? Mhm. Da müsste ein Spritlager sein. Muss ich nur mal eben gucken bei der Quest, wo wir die Zugabfahrtdinger hinkommen müssen. Lieferung zum Lagerhaus. Ja, gut. Ersatzteil hast du gesagt, kriegst du ja hinten da allerdings. Ja, also hinten an den Zug, wo der Zug ist. Ja, wo der Zug ist, genau. Und da stand auch keine Menge drin hinter, dass es nur 15 oder so sind. Und Sprit, wie gesagt, kriegst du hinter dem Holzding da irgendwo. Also ganz, wenn du die Karte so wie ich gedreht hattest. Ja, dann fahre ich Kraftstoff holen, weil Ersatzteile sind da oben, ne, und die kann, die muss auch da oben abgeben. Genau, ganz unten links, wie gesagt. Mann, die steckst du schon wieder fest. Sollst du hier durchkommen, Alter? Oh, wie ich? Scheiße. Ich hab noch was im Lastengang drin. Okay, jetzt habe ich den Lasten. Häng dich mal an. Bin schon dran. Hoffen wir, dass es reicht. Vorwärts geht. Aber eigentlich relativ gut aus, ne? Gut, dann brauche ich einen Grumpel zum Nichts tun, ne? Genau. Weil ich kann das Kraftstoff ja dann hier beim Dings ja auch wahrscheinlich erstmal entladen und zwischenlagern. Ja, genau. Ich hatte ja letztes Mal schon vorgehabt, da irgendwo so eine komische Schlüssel anzufangen, aber da ist ja dann das andere dazwischen gekommen. Ja, aber das passt auch ganz gut, ne? Ich habe einen Hänger, wo ich nur drei Frachten drauf haben kann und fahre mit dem Koller. Ja, dann passt das. Ich muss feststellen, ich fahre eigentlich sehr gerne den Kran. Mir macht das Spaß, irgendwie. Ja, Kranwagen fahren macht ja auch Spaß. Wenn man den ein bisschen beherrscht. Ja, manchmal muss man dann immer noch gucken mit den Tasten, aber das geht man dann irgendwann, hat man es raus. Ich habe mich gewundert, warum der so langsam fährt. Der Lastengang war noch drin. Ja, dann hast du eine Schnecke. Ja, ich habe die Gangschaltung nicht nach hinten gezogen. Das ist das Problem, wenn man mit Gangschaltung die Gänge bewegt. Oh, Stahl ist unterwegs, wir rollen. Das Krasse ist, Sascha, bei den, wo ich jetzt zum Spritlager hinfahre, ja. Und da hinten müssen wir auch die Mammutbäume aufladen. Ja, super. Das wird auf jeden Fall noch lustig, ne? Weil diese Mammutbäume sind schwer. Braucht man da auch einen Kranwagen oder wie? Ja, wird mit einem Kran beladen und entladen. Ja, die Bäume kriegst du nicht weg. Das Lustige ist, die müssen dann in den Zug, in den Käfig da rein. Also in die Hänger da, ne? Ja. Dann werden wir noch Spaß haben. Ja, wenn ich weiß, wir fahren morgen weiter, stelle ich meinen Kranwagen da schon mal ab. Ja, der ist dann aber weg. Das Problem ist, wenn meine Sitzung verlässt, sind deine Fahrzeuge wieder... Ein Singleplayer. Singleplayer. Ach ja, stimmt, ja. Wenn du einen hinstellen würdest, der würde stehen bleiben, ne? Ja, richtig. Aber ich riskiere das mit meinen Fahrzeugen aber auch nicht. Also ich stelle die auch immer wieder ab, damit dann nichts schief geht. Wir haben ja schon mal verzweifelt Fahrzeuge besucht, ne Patrick? Ja. Ging mir auch schon so. Och, wenn ich jetzt wirklich, sag ich, die Auswahl verpasst. Ja, das war aber, wo wir dann monatelang oder so nicht gespielt haben. Und dann sagt es, boah, ich hatte doch diesen Bandit und ich hatte doch das. Wo sind die denn alle auf einmal? Die waren dann irgendwo auf jeden Fall. Ja, wir haben sie ja dann irgendwann wiedergefunden, aber auch ganz anders. Wo musst du denn hin, Patrick? Wo ich jetzt gerade hinfahre? Ja, auf der zweiten Karte, wo, ne, die Schienen reparieren, fahre ich jetzt Richtung Spritlager und hin. Sägemühle sehe ich. Ach, bitte. Nein, das erste. Da unten, wo die Sägemühle ist, da hinten in der äußersten Ecke. Das erste Mal hatten wir ja angefangen und Andi wollte ja mitschwimmen. Irgendwie ist der nie aus dem Quark gekommen.
Wurfbewürdigung. Und jeder kann sich nie begeistert für irgendwas, wenn es so ewig lange braucht. Ich sehe gerade nur für Würdige, da liegt noch ein LKW. Ja. Von Patrick aus rechts. Das sind da eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit vorbei. Ach so, ja, ja. Die Quest habe ich aber, glaube ich, aktiviert, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt warte ich erstmal, gerade Platz. Wir haben jetzt 11 Holzplatten im Lager. Ja, und falls wir welche brauchen, müssen wir nicht so weit runterfahren. Ui! Da kam man nie angeschossen. Auf einmal hat er mich gerammt. Wie hast du das gemacht, dass du mich jetzt so angerammt hast? Weil ich stand unten im Schlamm, ne? Ja, auf einmal hat er einen Satz gemacht oder Bob. Man kann eigentlich. Kann eigentlich gar nicht passieren. Ich fahre ja die ganze Zeit Vollzeit. Oder du hast eine bessere Spurrille erwischt. Das ist natürlich möglich. Oder ein besserer Motor. Das kann natürlich sein, dass er vielleicht einen besseren Motor eingebaut hat. Ich muss mal gucken, ob ich... Ja, genau. Das war das eine Mal, wo du mit dem Cat auch gesagt hast, warum bist du so schnell und schon da hinten? Anderer Motor. Ja. Oh, Federschaden. Die scheiß Steine, ey. Ja. Arschbombe! Reifenbombe! Oh. Aber sie ist ja ganz komisch dafür. Jetzt hat Manni mich gerammt, dafür ist er gerade an der Stelle, wo ich so easy peasy durchgefahren ist, knallhart stehen geblieben. Du hast andere Reifen drauf, Alter! Ja, wahrscheinlich. Das sind Ballonreifen. Ich habe ganz die größten Reifen, die es gibt dafür. Schlammreifen. Besseren Schlammreifen, ja. Ja, was sind das? 61 oder sowas, ne? Waren das, glaube ich. Ja, irgendwie so. Glaube ich. Ja, nee, dann fährt sich ein anderes Fahrzeug. Aber 61, muss ich nachher 63. Mal gucken. Genau, da gab es zwei verschiedene Schlammreifen. Ich habe schon die ganz großen drauf. Die gehen super. Die schaltet man sich nach und nach frei, wenn man die Upgrades von den anderen Karten hat. Aber das Problem jetzt, je höher das Fahrwerk kommt, desto eher nimmst du halt eben Schaden, wenn du irgendwo drüber fährst, ne? Ja. Aber ich werde dich einholen. Oh nein, gib Gas, fahr, gib Gas. Huhu, Lachgaseinspritzung, los. Nie Angst, sonst besser. Ja. Ist mir egal, und wenn ich in den Tank kacken muss, um schneller zu fahren. Ja, geh hin, ihr. Manni, muss mal Patrick. Gerade Kopf geben, danke schön. Du musst mal Patrick fahrragen, der hat so eine eingebaute Methangasanlage. Der sitzt auf seinem Sitz, braucht nur furzen und dann gibt's Einspritzen. Ja, siehst du schon die richtigen Flammen hinten raus. Genau. Deswegen ist die so schnell. Genau, das fand ich die Fehlzündung. Hast du noch nie diese grünen Flammen gesehen? Die haben Grund. Ohne Scheiß, ich hatte bei World of Warships, da gab es noch so eine Halloween-Tarnung. Da hast du wirklich Schiffe gehabt, wo grüner Rauch aus dem Schornstein kam. Das war aber nicht ich. Ich habe das nicht produziert. Nee. Was ist hier los? Ja, Steine. Steinbohr. Also, Manni, wenn du die Steine aufsammelst, bist du steinreich. Ich bin gespannt bei den Mammutbäumen, also wo ich hier gerade lang fahre, ne? Große Mahlzeit. Da freue ich mich drauf, Alter. Ich auch. Dann ist ein Trick hier für mich. Was hast du dann gesagt, ist natürlich Manni? Die Frage, was für ein Hänger und sowas wir haben dürfen. Manni, wann bist du nicht da, damit ich weiß, dass ich weiterspielen kann? Hä? Kleiner Scherz. Ich habe gefragt, wann du nicht da bist, damit ich weiß, wann ich weitermachen kann. Nein, Quatsch. Alles gut.
fährst auch voll durch die Walachei, Patrick, ne? Ja klar, aber was soll ich machen? Hier gibt's keine Straßen. Das ist ein Feature, das muss so sein. Also ich sehe zum Beispiel eine Brücke. Ja, ne, die Brücken sehe ich überall, aber das Problem ist, ich muss hier durch die Walachei fahren, weil das sind nur Feldwege. Mehr hast du nicht, du hast zwei Rillen und das war's. Ich habe gerade mal in meine Rückspiegel geguckt, ich sehe Manni gerade nicht. Ich bin anscheinend sicher gerade. Ich hänge irgendwo im Schlammloch jetzt. Kommst du raus oder? Ja. Ich kann ja Winde ansetzen. Dann ist gut. Da habe ich gerade auf die Innenansicht geguckt, da warst du nicht. Also, ich springe wieder rüber. Musst du runter zum Sprintlager? Ja, klar. Ich hole dreimal Kraftstoff für die nächste Quest schon. Weil dann fehlt uns nämlich nur noch Ersatzteile, haben wir ja oben am Bahnhof. Und die Stahlträger, die können wir das nächste Mal von drüben holen. Ach, da Gas. Und hier unten, Zuckel, am Spritlager darfst du nämlich dann auch die Mammutbäume holen. Ja, ich gehe die holen. Das ist doch Quest nur für Würdige. Gut, für mich. Würdiger. Das ist eine Schrankwand bei Kollektion bei Ikea. Hab ich auch 4 Jahre gearbeitet bei Ikea. Weißt du, was Ikea heißt, ne? Ja, jetzt erzähl. Idioten kaufen eben alles. Gut, dass ich da nie einkaufe. Oder nein, stimmt nicht. Wir haben ein Kallax-Regal von denen, drei Stück. So schlecht sind die Möbel gar nicht. Nein, du, die Kallax-Regale sind super. Das sind diese viereckigen Dinger, wo du dann Fächer reinschiebst. Ja, klar, die haben Schubladen, Schränke rausmachen, die alles. Die sind stabil ohne Ende. Die haben wir zusammengeschraubt. Da haben wir bei den Kindern Staufächer draußen auf dem Flur. Also, die haben wir an verschiedenen Stellen hier. Und die sind schweinestabil, wenn du die einmal zusammengeschraubt hast. Du kannst ja sagen, was du willst. In der Regel bei Ikea passen auch die Bohrungen und so. Das habe ich in anderen Möbelhäusern schon gehabt, dass du da nicht zusammengebrochen kriegst. Poco. Da fehlen dann Schrauben oder sonst was. Sag nichts gegen Poco, ja. Patrick. Von Poco ist mein Gaming-Schreibtisch hier. Ja, hast du Glück. Aber normalerweise hat bei Poco das Problem, dass da Schrauben fehlen. So, oder die falsch beigeliefert sind. Ich habe auch schon mal ein Klappbett gehabt. Da war dann Teil A zweimal. Teil B fehlte. Boah. Ne? Ja, das ist das, was Poco nicht immer hinkriegt. Ja. Aber wie gesagt, ich habe der Gaming-Schreibtisch, der war einfach zu geil. Das musste ich dann riskieren und notfalls mit nachholen. Ja. Aber das war, da passte zum Glück alles. Und der hat sich ja nun wirklich bezahlt gemacht. Der ist genau meine Körpergröße. Es ist super ergonomisch fürs Arbeiten. Du brauchst ihn jetzt auch nicht oft auf und ab. Dem springen hält auch. Ja, der bleibt ja einmal stehen. Der steht ja einmal und dann hat sich das immer. Ja. Und wir haben gesagt, wenn wir irgendwann mal nach unten ziehen sollten, also Luca nimmt mir den Schreibtisch hier garantiert ab oder Isabella. Und wenn wir nach unten ziehen sollten, dann werde ich wahrscheinlich. Was Besseres. Ja, dann bin ich unten da mit Schwiegereltern noch. Ich habe nichts dagegen, wenn die noch 20 Jahre da unten kommen. Na, je länger, desto besser. Ja, okay. Aber irgendwann schauen wir, ne? Und dann kriege ich da unten, da wo jetzt halt eben, da gibt es ja hinten ganz im. Die Ecke vom Wohnzimmer ist ja ein Riesenbereich, wo du auch da super hinstellen kannst. Und dann dann guck mal, dann vielleicht einen doch einen geraden Tisch oder sowas, wobei das Eckige mir wirklich gefällt, ne? Machen wir daraus gar nichts. Okay. Aber wollt ihr mich jetzt verarschen? Da liegt da nicht noch eine Schiene im. Nein. Nein. Ah, nee, das war produzieren. Entschuldigung. Ist hier Rohre drauf? Nee, nackte Mädchen. Oh, keine schwule Mädchen? Da drin. Ja. Ich guck gerade, stimmt, den Uhr kann man nicht weiterschalten, sind nur die. Ja, ich kann aber erst produzieren, wenn du abgeladen hast. Ja, geht ja nicht, Manni muss ja auch noch kommen. Ohne ist mich läuft das nicht, doch. Ja, ein Stahlträger nur vorhanden. Einmal Fracht.
Zu warten. Da raus, okay. Der Hänger hätte mich fast noch gerade runtergezogen und die Fracht fast noch verloren, aber alles gut, kommt rüber. Zum Hofern brauche ich den nicht. Da ist auch vorsichtig, Manni kommt. Für das nächste Mal wollte ich mich dann informieren, wie groß die Fracht Mammutbäume sind, ne? Ja. Da frage ich mit was wir die fahren sollen. Können wir ja noch mit dem großen fahren, Holzhauptflieger. Dann nehmen wir der, ja, oder der große Mammutbäume Achter. Sind aber nicht... Genau, das wird wahrscheinlich so großer sein, genau. Oder ist ein Spezialfracht. Oder das. Oder das. Interessant zu wissen, wer schon. Ja, ich informiere mich auf jeden Fall. Das würde mich auch interessieren, dass man wenigstens ein bisschen planen kann. So, jetzt hat ja Zuckel sein LKW in der Zwischenzeit umgestellt, dann kann ich meinen ja wegpacken. Kannst ja reingehen und abliefern gleich. Euch. Warte. Dann leuchte ich lieber an die Wiege. Ich kann jederzeit im Kanu beschringen, wenn was sein sollte. Kann ich auch. Wie gesagt, ich meine mein Kran, ne, wegen Entladen. Ja, und wer entladen, ist doch eigentlich egal, oder? Der steht so, dass er kippen kann. Das will ich dir nicht zumuten. Brauchst auch nicht alles alleine machen. Dafür sind wir doch ein Team. So. Ob ich da bei der Schienenfabrik das Kraftstoff da notdürftig reinlagern kann. Weil fürs nächste Mal wäre das super. Ja. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ja, da stand ein Krokodil hinter dir, ne? Ah. Boah, nur mit drei Kraftstoff hat der so viel zu tun, den Berg hier hochzufahren? Schwer. Ja gut, und dazu wackelt es auch noch, weil es flüssig ist, ne? Ja. Bewegliche Kraft. Was passiert, Manni? Was für Reifen hast du da drauf? Schlamm, ne? Ja, Schlammreifen sind das, die letzten, die man kriegen kann. Wenn du die noch nicht hast, dann ist das erst noch freischalten. Die 51? Die größten dann. Ja. Scheiße, die habe ich noch nicht. Aber die 47 habe ich schon mal. Ja, das ist schon mal was. Das hilft doch schon mal weiter. Ja. Ja. Deswegen kam der auch im Schlamm halt eben vorwärts. Da fährt kein Bleifrei, da kommt eine schwarze Rauchwolke. Obwohl mein Tuss hier zieht auch blaue Wolken hinter sich her. Kommt der dicke Kraftstoff. Allerli, allerli. So, wir sind am Anrücken zum
jetzt eine Verladung. Ja. Dauert ja noch ein kleines bisschen. Dann kann ich ihn kurz hier die Frachtdienste verladen. Ich habe ja gesehen, wo wir gefahren sind. Eine Schiebung hier im Spiel, ey. Ja. Ziel wäre einfacher gewesen. Und ja, ich konnte Kraftstoff hier einladen. Das ist gut. Das ist schon mal in den Kran gehen. Ich habe Zucker gerade ein bisschen angeschoben, damit es im Wasser einfacher ging. Ich fahre nämlich mit dem Tust jetzt hinterher. Der kommt ja durch das Gelände ohne Probleme. Das ist ja das optimale Bergungsfahrzeug. Oh komm, meine hat eigentlich keinen Boden. Hey, der Motor ist wieder ausgegangen, geil. Der läuft in den Hänger abgeschüttet. Ja, ich weiß auch, wenn wir das zumachen, dass er gleich weg ist. Aber ich habe den so hingestellt, dass er nicht im Weg ist, ne? Muss noch. Ja. Was würde das denn schon, wenn ich das auf dem Weg stehen lasse? Würde kein Schwein mehr vorbeikommen. Wo steht der Kran? Rechts oder links von dem Schiff? Rechts. Ich bin aber auch so, dass er rechts steht. Links hätte ich mich nicht hinstellen können. Da wisst man, wo ich anfangen muss. Selbst wenn du hinter mir wärst und ne, da rechts zwischen den Bäumen bist und dann fährst, solange der Hänger da ist, ist das gar kein Problem. Boah, da hat der Hänger aber geschildert. Oh, warte, stopp. Du hast die Fracht gar nicht beladen gehabt. Warum das kleine Stück? Das soll ein bisschen Spannung im Spiel sein. Spannung, Spiel und Spaß. Wir sind nicht auf dem UI-Konzert. Nicht. Nein. Schade. Kannst du ja gar nicht von deinem Land. Weiß ich, dass ich kann. Muss ja gucken, ob du das auch anständig machst. Das mache ich schon. Hast du aber gemerkt, der TuS hatte auf den Schienen echt Probleme. Ja, sehr schön. War die Fracht erledigt. Jetzt haben wir nur noch Zugabfahrt. Sprit habe ich geholt. Dafür müssen wir nicht mal ganz nach unten durchfahren. Das ist schon mal Gold wert. Ja. Was machen wir jetzt noch? Sicher? Dauert wahrscheinlich alles sehr lange. Das hier Aufgabe anzeigen. Sie können ran, das ist gefährliche Fracht. Anfangen könnten wir ja, müssen ja nicht unbedingt zu Ende fahren. Aber es ist aber 6 nach 12 schon. Eure Entscheidung. Ach, das sind die hier, das sind die Missionen hier unten, wo man die Treibstofftanks bergen muss. Ja, aber wenn du jetzt eine Mission anfängst, dann kommst du so Richtung 2:30. Wir brauchen echt ewig. Aber wir können das jetzt morgen machen. Also nachher auch immer noch fahren, ne? Das stört ja jetzt nicht, oder? Richtig. Gut. Ab zum Hauptmenü. Zucke fährt seine Ja, noch weg. Ja, möchte das Geld wieder haben. Ja, auf alle Fälle. Ja, guck mal, Patrick geht raus und er sagt, der aktuelle Vereinladungscode lautet, er erinnert ihn. Heute ja. Hat es doch eigentlich ganz gut geklappt, oder nicht? Heute war super. Also ne? Ohne Abbrüche und sonst was. Aber Zucker, du hast mich ja schwer enttäuscht, ne? Na, irgendwann muss das ja auch mal sein, ne? Ja, das ist einmal umgekippt, ey. Nein, einmal knapp daneben, aber... Aber ich. Ja. Und eine Fracht verloren. Und Manni hatte noch den Anstand, vor meiner Nase umzukippen. Genau, ich habe die Fracht verloren. Die habe ich aber auch selbst wieder aufgeladen. Ich habe gesagt, das sag nicht mal das habe ich heute hingekriegt, was mich wundert.
Doch auch mal schön. Das wenigstens euer Erfolgserlebnis. Wir haben alles geschafft, was wir. Ja, genau, das, was wir vorgenommen haben, klappte. Ja. Ich bin froh, dass ich die Rückenunterstützung gerade weg habe. Oh nö, also ich freue mich, wenn wir morgen Abend weitermachen, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Müssen wir nur gucken, ne? Also wann wir starten, weil, ne? Ich glaube, Kelly hatte ja auch gefragt wegen Widget, ne? Ja, wegen Widget. Also, wie gesagt, Isabella möchte morgen auf alle Fälle ihren Roboter weiterbauen. Mhm. Ob das dann so klappt, Luca möchte mit meiner Schwester Star Valley spielen. Haben so alle so diverse Wünsche geäußert. So, noch ein Spiel. So, ich bin raus. Ja. Ich jetzt. So, ne, es ist auch kein Problem, wenn wir Snowrunner erst um 8 anfangen oder 9, also ist ja nicht das Problem, es ist ja Samstag, ne? Ja. Sollte kein Problem sein. Ein paar andere Sachen gibt es ja auch noch. Ja, richtig, richtig. So, ja, alle Autos eingelagert. Weil, ich sag mal so, die eine Aufgabe werden wir auf jeden Fall schnell erledigen, weil es ist ja alles da, außer die Stahlträger. Genau. Die dicken Baumschämme, da bin ich dabei, Alter. Ja. Das ist dann, wenn wir das andere jetzt alles erledigt haben. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Quest aktuell. Und dann geht es ja unten mit den anderen schon weiter. Und da war das erste, das mit den Mammutbäumen, glaube ich. Genau.